Es ist und bleibt die Serie der Auswärtssiege. Die Deutsche Bank Skyliners gewinnen bei Alba Berlin mit 83:74. Ein entscheidendes fünftes Spiel, also auch in der zweiten Halbfinalserie. Die Skyliners nach dem Debakel in Spiel 3 topfit im Do-or-Die-Spiel. Ja, wir haben uns sehr intensiv letztendlich vorbereitet. Man sieht es hier am Hals. Es ging im Training einen Tag richtig zur Sache. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Frust rausgelassen nach der letzten Heimpleite. Das hat geholfen. Die Frankfurter in den blauen Trikots wie ausgewechselt machten von Anfang an Tempo. Roger Paul zur 5:0-Führung für die Gäste. Und während Paul noch zurückläuft, selbe Szene ungeschnitten, Wood mit dem Stil gegen Rochester und dem 7:0. Frankfurt on fire. Bombenstimmung bei den Fans und auf der Bank. Ja, ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so durch ihren Willen allein ein Spiel dominiert hat am Anfang. Es hat natürlich auch einiges geklappt, wir haben die Würfe dann getroffen, aber ich glaube, man konnte spüren oder wir haben es definitiv auf der Bank gespürt, wie sehr wir wollten. Und wie sie es wollten, erst nach über 5 Minuten der erste Feldkopf für Alba Berlin. Itbihi mit dem Rebound und dem 3:16. Alba mit einem verkorksten Start unter den Augen von Bürgermeister Klaus Wowereit. Besonders treffsicher bei den Skyliners, da schon Wood. 13 der insgesamt 29 Punkte des ersten Viertels gingen alleine auf sein Konto. 29:9 der Spielstand nach 10 Minuten. Unglaublich. Und auch in Viertel 2 setzten vor allem die Gäste die Akzente. Auch wenn Berlin bis zur Pause den Rückstand bis auf 16 Zähler verkürzte, Coach Moli Katsurin alles andere als amüsiert. Doch nach dem Seitenwechsel Berlin wie ausgewechselt. Angeführt von Julius Jenkins kamen die Albatrosse zurück in die Partie. Und Skyliners Coach Gordon Herbert musste mit ansehen, wie sein Team den 20-Punkte-Vorsprung wieder verspielte. Taylor mit dem Ballgewinn und per 3-Punkt-Spiel zum 48:49. Die O2 Arena inklusive Klaus Wowereit stand angesichts des 15:0-Laufs nach der Pause Kopf. Doch Frankfurt unbeeindruckt, vor allem Wood wie ein Uhrwerk trifft der MVP der regulären Saison. 30 Punkte insgesamt an diesem Abend. Berlin zwar knapp dran, schaffte es aber zu keinem Zeitpunkt in Führung zu gehen. Auch das Schlussviertel eine Gala der Frankfurter. Pascal Roller zur 12-Punkte-Führung, knapp 8 Minuten vor dem Ende. Das ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen. Berlin noch mit Ergebniskosmetik. Derrick Allen zum Endstand von 74:83. Damit steht es fest, 4 Spiele, keine Entscheidung. Frankfurt erzwingt ein letztes fünftes Spiel. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, jetzt haben wir uns auf jeden Fall in Spiel 5 verdient. Ich hoffe, dass wir jetzt den Bann brechen können und den ersten Heimsieg einfahren. Ob dies den Skylinern gelingt oder ob Alba Berlin das Ticket fürs Finale aus Frankfurt entführt, sehen Sie am kommenden Donnerstag ab 19:30 Uhr live auf Sport 1.